Ich muss echt sagen, ich glaube, Team Tundra finde ich von den, oh, das Logo ist cool, finde ich von den Charakteren mit am coolsten, weil ich bin ja sowieso, ich liebe Eis, Eis ist ja mein Lieblingstyp. Und ich finde, die sehen halt alle einfach richtig stylisch aus. Und er hat ein Glaciola. Also, die finde ich schon sehr stylisch. Wie viel Schaden macht ihr so eine Psychokinese? Gar nicht mal so viel, aber gut, es ist auch ein Glaciola. Ich wusste, dass du Spuckball kannst. Beziehungsweise ich habe es zumindest erwartet. Dass du crittest, wusste ich wiederum nicht. Problem ist, mit dem Regen kann ich jetzt natürlich auch kein Feuer-Pokémon reinschicken. Das ist durchaus schon ein bisschen gemein. Na gut. Dann muss Vulgarok halt herhalten. Wie, es reicht nicht. Wie, du machst Schaufler. Dann wiederum. Du machst Schaufler. Das heißt, ich könnte ja theoretisch jetzt einmal kurz auf Fiabo wechseln. Stand das da? Gar nicht so hingeguckt. Wie gesagt, der Regen ist natürlich gemein, wenn du jetzt ein Feuer-Pokémon mitbringen möchtest. Zu meiner Verteidigung. Ich hatte Hoffnung, okay. Die Sache ist, das Ding hat doch wahrscheinlich auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, Gefriertrockner oder so. Was wird das denn jetzt machen? Eine Eisattacke? Ich guck mal erstmal, was es macht, kurz. Ich weiß, die Nitro-Ladung wird nicht sonderlich viel. Okay. Was steht hier? Wird nicht sonderlich viel Schaden machen, wollte ich sagen. Aber ich wollte mal gucken, auf was er sich lockt, damit ich gucken kann, auf wen ich wechseln kann. Ich werde jetzt aber auch mit Orlok drin bleiben, weil. Ne, so ein Safe-Switch ist hier halt schon sehr viel wert, weil die teilweise schon auch ganz schön heftige Attacken können. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass jetzt nicht alle Rüpel gegen mich kämpfen wollen und eventuell Noah und Diana auch ein bisschen was machen. Oder ich zwischendrin geheilt werde. Donnerblitz. Ja gut, Frostetje kann sehr viel lernen, das stimmt schon. Aber wie gesagt, Orlok macht halt sowieso nicht sonderlich viel hier, einfach durch den Regen. Und weil ich nichts Besseres als Nitro-Ladung habe. Deswegen würde ich schon fast... Eigentlich, ich hätte auch einen Top-Beleber, aber ich nehme erstmal nur einen Beleber. Pansy einmal wieder beleben, weil ich glaube, dass du uns potenziell mehr bringst als Orlok. Zumindest bei den Wetterbedingungen hier. So. Frostetje. Frostetje und Glaciola. Ich bin leider nicht schneller. Nun. Spuckball hast du, Donnerblitz, Konfusstrahl und ich nehme mal ganz stark an, noch einen Eisstrahl. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich durchgekommen... Aua. Wenn ich durchgekommen wäre. Habe ich irgendwas, um Dings zu heilen? Hätte eine Top-Genesung, theoretisch. Für beides. Ich glaube aber auch nicht. Ich muss jetzt einfach einmal machen. Weil wenn ich jetzt nochmal riskiert hätte anzugreifen und dann den Schaden nehme und dann noch den Eisstrahl, ich glaube, das wäre nicht so gut gewesen. Nee, das hätte ich, glaube ich, nicht gelebt. So kriegen wir zumindest noch mal einen Turbofelsen raus. Aber wir haben ja festgestellt, wir sind nicht schneller als Frostetje, aber es ist auch nicht sonderlich viel schneller als Frostetje. Aber Quajutsu könnte potenziell schneller sein, I guess. Können wir mal kurz gucken.
Du hast ein Init von 106. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, jetzt Quajutsu einfach reinzuschicken. Also nehme ich mal Shion, die tankt nämlich wenigstens ein bisschen was. Oh, dieser dumme Konfusstrahl. Und versuch mal zumindest einen Ladungsstoß rauszuhauen. Ich meine, gut, wenn ich jetzt hier in dem... Natürlich. In dem Dungeon die ganzen Encounter mitgenommen hätte, wäre ich jetzt vom Level her wahrscheinlich auch ein bisschen höher. Ich meine, wir können uns glücklich schätzen, dass hier nur Regen ist und kein Hagel für den Schneemantel. Das tut schon ganz schön weh. Nee, ich glaube, Froppy hat den Megastein tatsächlich gar nicht. Habe ich gar nicht dran gedacht. Können wir aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Hinterher. Bei einem random Encounter auch. Hab ich komplett vergessen, dass ich den draufpacken muss. Sehr smart von mir. So, jetzt kommt wieder Glaciola. Versuchen wir es damit. Hoffen wir, dass kein Gefriertrockner drauf ist. Dann machen wir einfach mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, habe ich dir nicht mehr Schaden gemacht? Ich dachte. Ja, Surfer im Regen. Natürlich hast du einen Gefriertrockner. Ich hatte die Hoffnung, dass es vielleicht kein Gefriertrockner hat, weil Frostied hier auch nur den Eisstrahl hatte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir den Kampf gewinnen. Weiß ich jetzt nicht. War ich aber auch nicht darauf vorbereitet, dass die so stark sind, weil wir haben ja schon mal gegen Team Tundra gekämpft. Und da war es nicht ganz so extrem. War Pansy schneller als Glaciola? Weiß ich nicht. Ja. Okay, das ist gut, sonst wäre nämlich der Spuckball wiedergekommen. Das heißt, wir haben zumindest schon mal Glaciola und Frostied hier weg. Was ist das letzte? Firnontor? Mega Firnontor? Mega Rexplisar? Irgendwas davon? Snibunna. Gegen Snibunna kann ich sowieso nicht so sonderlich viel machen mit Pansy. Das heißt, wir werden... Na? An dieser Stelle, ich kann ja jetzt sowieso einfach alles erstmal raushauen. Ich weiß nicht, ob Eli so viel nimmt. So eine Eisattacke ist schon unangenehm. Belebt, glaube ich, mal Froppy wieder, weil Froppy ist mit der Wasserattacke im Regen schon gut aufgestellt und Eiszapfhagel. Mhm. Plus ist halt auch sehr schnell. Aber wieso machst du Eiszapfhagel und keine Unlichtattacke? Habe ich noch einen Beleber? Ja. Können wir nämlich vorsichtshalber Eli auch nochmal wieder beleben. Dann haben wir nämlich zumindest einen Turbofelsen nochmal. Schmarotzer hast du. Okay. Dann versuchen wir doch nochmal, einen wunderschönen Surfer im Regen rauszukriegen. Gifthieb. Okay. Ich mache aber auch guten Schaden. Also die Sache, macht er jetzt nochmal Gifthieb? Tank ich den nochmal? Das Gift kommt aber erst hinterher und jetzt ist eh Sturzbach drauf, dementsprechend stirbst du so oder so. Ich hoffe nur, dass es der einzige Kampf ist. Das würde mich jetzt ehrlich gesagt sehr traurig machen, wenn jetzt noch direkt einer danach kommen würde ohne Heilung. Können die anderen beiden nicht ein bisschen was machen? Wie viele sind jetzt noch da?
Ah nee, Evelyn ist ja auch noch da. Wir sind ja genau zu viert, also... Ne? Ah, die Küken haben wohl ihren Weg aus dem Nest gefunden. So wie es aussieht, das ist ja doch noch interessant. Vielleicht hast du ja wirklich etwas gelernt, Svenja. Lass Svenja in Ruhe. Du hast wohl den Verstand verloren. Wirst du wohl... Ich hasse dich. Ja, ich wollte gerade sagen. Bitte lass mich jetzt nicht alleine gegen die kämpfen. Nicht so schnell, meine Liebe. Ihr vergesst wohl, wer hier immer noch am längeren Hebel sitzt. Entweder ich bekomme euren fairen Kampf gegen Svenja oder wir bringen jetzt zu Ende, was wir begonnen haben. Das ist eine schlechte Idee. Das muss ein Trick sein. Es muss einen anderen Weg geben. Aber wenn Svenja gewinnt, können wir sie vielleicht aufhalten. Dann können wir Team Tundra der Polizei übergeben und unser Heiligtum ist gerettet. Och, das glaubst du aber doch selbst nicht. Aber schön, ich stehe zu meinem Wort. Ein fairer Kampf. Wenn du gewinnst, verschonen wir euer Heiligtum. Werde ich erstmal geheilt? Ja, danke. Darf ich speichern vorher? Schade, ich hätte gerne zumindest noch gespeichert vorher. Weil der andere Kampf war schon ganz schön knapp und ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier nochmal auf die Schnauze kriege. Alola Vulnona? Oh Gott. Hagel und Aurora-Schleier. Potenziell. Oh mein Gott. Es ist ein sehr schönes Pokémon, aber... Dass die jetzt drei Pokémon hat, die potenziell sehr stark sind, gute Movesets haben und ich leider meinen Megastein vergessen habe. Das ist ein bisschen doof. Vor lauter Rätseln. Und dann auch mit dem Hagel und... Das könnte ganz schön hart werden. Ja, da ist der Aurora-Schleier. Davon ging ich aus. Die Sache ist, ich habe auch keine wirkliche Möglichkeit, irgendwie Setup zu fahren. Das heißt, mir bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als entweder zu hoffen, dass ich eventuell mal irgendwie einen Drop oder so kriege oder einen Crit. Oder ich das Ding ausgestallt kriege. Mondgewalt. Aua. Natürlich sinkt mein Spezialangriff. Du mich auch. Mondgewalt. Und du kannst wahrscheinlich auf jeden Fall noch eine Eisattacke. Aber ich meine, als ich das Ding gesehen habe, wusste ich sofort, okay. Hagel und sehr wahrscheinlich Aurora-Schleier. Ist ja auch eine gute Taktik. Und ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch noch mal heilen. Wenn der Hagel nicht wäre, hätte ich überlebt. So, ist halt die Frage, ob da jetzt geheilt wird direkt. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe den Kampf vorher ja schon nur mit Mühe und Not geschafft. Das könnte ganz schön hart werden. Wie viele Runden hatten wir jetzt Aurora-Schleier? Zwei, drei? Immerhin, der Hagel hat aufgehört. Den müsste er jetzt theoretisch erst wieder zurückbringen. Weil die Frage, ob das geschehen wird oder ob einfach direkt eine Attacke kommt. Ah, der Aurora-Schleier ist weg. Jetzt machen wir auch zumindest mal ein bisschen mehr Schaden. Machst du jetzt nochmal den Hagel? Ne, du greifst weiter mit Eisstrahl an. Okay. Oha. I live. Ich versuche jetzt einfach so viel Schaden wie möglich. Ich hätte mich vielleicht heilen sollen, rückblickend betrachtet. Aber ich wollte einfach so viel Schaden wie möglich noch drücken. So, der Aurora-Schleier ist zumindest erstmal weg. Das ist gut.
Frigometri. Frigometri müsste ich eigentlich... Ich bleibe jetzt mit Orlok erstmal noch drin. Ich heile Orlok einmal und guck mal, was Frigometri macht. Reicht eine Kumomilch für dich? Nee. Was habe ich noch? Zumindest einen Hypertrank. Und da noch Supertränke und Sprudel. Ja komm, nehmen wir doch mal die Kumomilch. Und gucken mal, was Frigometri macht. Da wäre natürlich so eine Kampfattacke ganz gut. Lichtkanone. Okay. Das ist ja in Ordnung erstmal. Jetzt so ein Flammenblitz. Antikraft. Ja gut, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht bei der Coverage in dem Spiel, dass da so eine Antikraft kommt. Die Frage ist, wie schnell ist Frigometri und ist Karpils potenziell schneller? Alternativ ist Wulverock doch bestimmt schneller. Weil ich will mir nicht... Ich bin nicht schneller. Okay, ich wusste nicht, dass Frigometri so schnell ist. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ein Turbofelsen reicht, deswegen habe ich den nicht gedrückt. Aua. Natürlich. Warum hätte der auch treffen sollen? Da müssen wir leider doch auf Turbofelsen zurückgreifen. Der hätte auch gereicht. Gut. Wie viel Genauigkeit hat Steinhagel? 95 oder so? Schön. Und dann haben wir noch Firnontor. Mega Firnontor. Da können wir auf 85 nur. Echt? Feels bad. Spiel so selten Gesteinattacken. 46. Da können wir zumindest auch einen Turbofelsen draufkriegen. Der trifft wenigstens. Dann haben wir nochmal, dies ist Sparta. Knirscher, ja gut. Die Sache ist, bin ich schneller als Firnontor mit Karpils? Mit Tempohieb sowieso. Ja, komm, wir machen mal einen Tempohieb. Bin mir nicht sicher, ob ich mit Durchbruch schneller bin. Aber ich will auf jeden Fall Damage draufkriegen. Du hast auch einen Gefriertrockner, ja. Quajutsu hasst diesen Trick, aber Quajutsu ist doch wahrscheinlich schneller. Reicht dann der Surfer, ist die Sache. Ich bin erstmal in Shion. Natürlich hast du auch noch ein Erdbeben, ist klar. Okay. Bin ich jetzt schneller mit der Paralyse? Ach. Junge. Warum hast du auch noch zwei Top-Tränke? Die Frage, was ist mir wichtiger, jetzt irgendwen wiederzubeleben oder noch mehr Schaden drauf zu kriegen? Ich glaube sogar mehr Schaden drauf zu kriegen. Und dann ist jetzt die Frage, reicht Quajutsus Angriff? Bin mir ja nicht ganz so sicher. Ich mache jetzt einfach das, was jeder gute Pokémon-Spieler macht. Und mache einen Save. Da kenne ich ja nix. Es reicht nicht. Okay, reicht der Gefriertrockner? Ja, der schon.
Okay, ich habe auf 1 gesaved. Ja. Dann lass mich was anderes versuchen. Das sehe ich jetzt nämlich nicht ein. So, und dann werde ich, just in case, Eli wiederbeleben, Turbofelsen in die Fresse. Und werde Nemesis wiederbeleben, Tempohieb in die Fresse. Und dann ist das Ding gleich weg. Nicht mit mir. Oder es macht einfach nichts mehr. Ach, du hast... Hattest gerade auch einen Toptrank benutzt? Oder habe ich den Toptrank schon wieder verpasst? Hat die 3 Toptränke oder ist es der 2? Ich weiß es nicht. Ich schick's einfach baden. Meine Güte. Hoffen wir, dass jetzt nicht noch jemand gegen mich kämpfen will. Das war ganz schön hart. Da soll einer sagen, Eis-Pokémon wären schwach. Oh, Knirscher. Knirscher kann man nochmal mitnehmen. Aber ich hätte auch noch Backup gehabt. Und den Safe hat keiner gesehen. Wie konnte das passieren? Was wird hier gespielt? Diesmal seid ihr verloren. Ihr werdet unser Heiligtum nicht anrühren und diesmal werdet ihr eure gerechte Strafe bekommen. Nicht so schnell! Wenn jetzt noch irgendwer kämpfen will, ich schwöre, ne? Noelle. So sieht man sich wieder. Jetzt macht doch nicht so ein Gesicht. Wir haben gewonnen, es ist vorbei. Diesmal haben wir gewonnen. Vielleicht nur, vielleicht habt ihr euer Heiligtum gerettet. Aber ihr habt heute nicht gewonnen. Und Nora geht sicher nicht ins Gefängnis. Ich wusste, dass sie etwas im Schilde führen. Du glaubst doch nicht, dass wir euch jetzt einfach gehen lassen. Mit dir werden wir auch noch fertig. Nur wenn du das machst. Ach ja, vielleicht. Ihr seid am Ende Überzahl. Aber... 1, 2, 3, 4 von uns und ich sehe da mindestens 5 von denen, plus da unten sind noch mehr. Also einer von uns beiden kann nicht zählen. Aber irgendjemand muss die Konsequenzen tragen. Und ich glaube, ich weiß schon, wer das ist. Oh nein. Samira! Das hätte ich mir nicht erträumen können. Wie könnt ihr nur so verkommen sein? Aber Schätzchen, glaubst du wirklich, wir kommen unvorbereitet? Wir waren euch 10 Schritte voraus. Da habt ihr noch gar nicht gewusst, dass es uns gibt. Und das Heiligtum. Immerhin gibt es noch genug andere. Ich bin mir sicher, eure kleine Freundin kann uns das bestätigen. Diana, ich glaube, wir haben keine Wahl. Wenn sie wirklich Samira haben, dann... Ich schätze, du hast recht. Kluge Entscheidung, sehr schön. Ich bestelle eurer Freundin meine Grüße. Also, Abmarsch. Nora, du kannst dich auf dem Schiff ausruhen. Ich komme gleich. Jetzt habt ihr, was ihr wolltet. Lasst Samira frei. Oh, das. Klar, sicher. Irgendwann. Zunächst geht es zurück nach Fjan. Wir haben noch einiges vor. Dort könnt ihr sie ja abholen. Aber beeilt euch. Selbst mir wird schon kalt, wenn ich nur daran denke. Warte, du kannst nicht einfach... Wir müssen das hier trotzdem zu Ende bringen. Immerhin konnten wir sie in die Flucht schlagen, auch wenn... Ihr müsst das Heiligtum versiegeln. Ich verfolge die beiden. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich komme mit. Die erwischen wir. Alles klar. Svenja, Noah, ich verlasse mich auf euch. Los, versiegeln wir das Heiligtum und da nichts wie raus hier.
Erstmal speichern, bitte. Dass wir das auf jeden Fall schon mal haben. Weil den Kampf möchte ich ungern nochmal machen. Ich frage mich nur mit dem Level Cap, weil die waren jetzt auf Level 46. Wir haben jetzt 3 von potenziell 8 Wächtern. Das muss vom Level her ganz schön hoch gehen. Wahrscheinlich wirklich bis 100, über 100 oder die Levelkurve flacht ab. Oder es ist nur für die Demo so gemacht. Man weiß es nicht. Weil das auch nicht so viel Sinn ergeben würde. Jetzt müssen wir nach Mizeria City. Ich hoffe, die beiden waren noch rechtzeitig dort, um Samira zu helfen. Werde ich hier rausgebracht? Ich muss nicht alleine rauslaufen? Oh nice, das ist... Na okay, ich bin immerhin bis hier gekommen. Was ich aber jetzt eben noch machen kann... Ich kann noch Froppy eben den Megastein geben. Dann können wir hier zumindest nochmal... Wer hätte es mich wenigstens heilen können, Noah? Dann können wir hier zumindest noch mal kurz die Mega-Entwicklung uns angucken. Auf dem Weg zurück. Werde ja bestimmt irgendwo einen Encounter dafür finden. Dieses Tentara muss jetzt leider kurz leiden. Im Kampf Start. Und dann, keine Ahnung, einfach eine Attacke. Ja, sieht mir nach Ash Quajutsu aus. Finde ich aber gut, dass sie da auf jeden Fall Quajutsu auch eine, ich sag mal, Mega-Entwicklung irgendwie gegeben haben. Dass der da nicht auf der Strecke bleiben muss. Das wäre irgendwie gemein, wenn es so der Hardmode wäre. Du hast leider keine Mega-Entwicklung. Wobei da die Frage ist, hätte man bei Lumanda als Starter X oder Y bekommen? Bei Glurak. Nicht Tausch. Bericht wollte ich einmal gucken. Jetzt bin ich auch Wasser... War ich vorher schon? Nee, Quajutsu ist nur Wasser, oder? Oder ist Quajutsu... Moment. Nee, Quajutsu ist auch Wasserunlicht, oder? Ich hab Quajutsu selten. Ich hab immer Phoenixes. Aber es sieht stylisch aus. Aber ich glaube, die haben alle einen Doppeltypen aus der 6. Gen. Alles klar, das Spiel geht so. Du kommst mit uns mit und dieser schönen Stadt passiert nichts. Verstanden? Lasst einfach die Stadt in Ruhe. Schafft sie ins Boot und fesselt sie. Ist mit dir alles in Ordnung? Wir hätten beinahe alles verloren, weil ich ein Risiko eingegangen bin. Mit mir an deiner Seite wird dir nichts geschehen. Das habe ich unseren Eltern versprochen. Ich wollte die ganz kurz schippen, jetzt nicht mehr. Danke, das würde ich nur ohne dich tun. Und jetzt verschwinden wir. Oh nein, sind uns entwischt. Samira. Ich komme da mal ganz entspannt hinterher. Turbotreter. Und suche erstmal das Pokémon Center auf. Weil irgendwie bin ich ein bisschen zerlegt worden. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. War das hier? Ja, doch. Noch einen nach unten. Ja, genau, hier wird das Pokémon Center. Und ich glaube, wir können dann nochmal eben zum Hafen gehen. Und ich glaube dann, wenn ich richtig informiert bin, müsste die Demo auch zu Ende sein. Das würde ja für heute eigentlich auch ganz gut dann passen. Aber wir gucken nochmal. Ist aber auch dann, wenn dann, wirklich ein schlüssiges Ende, dass wir wirklich die 3 Wächter hatten mit den Dungeons und die mit dem Schiff jetzt davongefahren sind und quasi bevor die ganz große Rettungsaktion losgeht. Ne? Dass dann hier quasi der Cut ist. Ich muss nur den Hafen kurz wiederfinden.
Weiß nicht, ob der weiter oben oder unter weiter unten war. Eins von beiden. Ja, genau. Wir sind entkommen. Aber wir werden Samira retten. Das bin ich ihr schuldig. Aber wie? Wir nehmen ein Boot und folgen ihnen. Evelyn, du wirst doch auf Mizeria City aufpassen? Aber natürlich. Also gut, die Fahrt nach Fjahn wird nicht einfach, nicht immer für mich. Wir müssen das tun. Wir müssen Samira retten. Also gut, triff deine Vorkehrungen und komm ins Bootshaus. An dieser Stelle wird auch die Demo enden. Wovon redest du, Noah? Es ist ja fast so schlimm wie die ganzen Charaktere im Pokémon, die mir sagen, drücke B. Was ist denn der B-Knopf? Wir hoffen, dir hat diese Testversion von Pokémon Sovereign of the Skies gefallen. An dieser Stelle endet leider die Beta. Folgt uns auf Discord, Twitter und YouTube, um keine Neuigkeiten zu verpassen und seid gespannt auf neue Updates. Dabei nochmal Game Design, Level Design, Sound Design, Composer, GFX Artist, Code Engineering, Scripting und Story. Und noch ganz viele andere Leute, die geholfen haben. Special thanks! Wodka for being awesome ist halt ohne Kontext leider auch viel zu geil! Und noch einige Leute. Thank you for playing. Yay! Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Aber ich fand, für eine Demo war das halt echt solider Umfang, weil ihr müsst bedenken, von 8 potenziellen Arenen, in Anführungszeichen, haben wir jetzt 3 machen können. Und wir haben, wobei die Spielzeit ist jetzt nicht sonderlich aufschlussreich, weil ich ja ab und zu mit Speedtaste trainiert habe. Aber wir haben ja doch so einige Streams damit füllen können. Deswegen, ja, war auf jeden Fall, finde ich, so genug Content, um sich halt wirklich ein Bild davon zu machen. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß damit, muss ich sagen. Was ich halt in erster Linie natürlich sehr angenehm fand, waren halt die deutschen Texte. Weil das hat man so selten. Und es ist zwar jetzt nicht unbedingt schlimm für mich, die Texte zu übersetzen für euch, aber es ist natürlich auch irgendwie etwas anstrengend. Deswegen fand ich es halt wirklich schön, dass wir deutsche Texte hatten. Die fand ich auch eigentlich ziemlich cool. Man müsste sie wahrscheinlich hier und dort nochmal Korrektur lesen, aber es ist ja das kleinste Übel. Aber so war das auf jeden Fall sehr angenehm. Ansonsten, ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Also ich fand die Gebiete wirklich sehr, sehr schön gestaltet und ich finde es total toll, dass überall die PMD-Sprites mit eingebunden sind. Das auf jeden Fall. Die Musik fand ich auch sehr angenehm. Pokémon-Auswahl war gut. Natürlich fehlt ein Seemops. Seemops fehlt immer in jedem Spiel, wo es nicht da ist. Nein, aber die Pokémon-Auswahl war echt gut. Interface war sehr angenehm. Auch das mit dem Pokénav fand ich eigentlich sehr cool, dass man immer sehen konnte, was man direkt fangen kann. Ich hatte am Anfang etwas Angst, dass es vielleicht ein bisschen viel Story sein könnte, aber das war halt wirklich nur am Anfang, ganz am Anfang in diesem Tempel. Danach hat sich das eigentlich sehr, sehr gut eingependelt, fand ich. Also da fand ich die Geschichte eigentlich ganz gut. Noah ist halt eine Pappnase irgendwie. Also der ist halt auch nicht so die hellste Kerze auf der Torte, aber ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Ansonsten fand ich die Charaktere eigentlich ganz cool. Auch so die Wächter. Die hatten alle so ihren eigenen Charakter, was ich ganz cool fand. Ja. Was ich halt festgestellt habe, und das ist jetzt noch nicht mal eine Kritik, das ist eher eine Feststellung, dass die Wächterkämpfe oder generell die Bosskämpfe schon knüppelhart sind im Vergleich zu den Trainerkämpfen. Also sind dann doch vom Level her wesentlich höher und auch die Movesets sind halt ganz schön krass. Also allererster Wächter und ich gehe da so rein und denke mir so, ja, kein Ding. Und dann kommt da so Formicula mit Eisenschädel und Pferdestärke, also das, oder Dampfwalze, ich weiß nicht mehr. Also das hat mich schon ganz schön kalt erwischt, muss ich sagen, da habe ich gar nicht so mit gerechnet. Aber gut, danach konnte ich mich zumindest drauf einstellen, deswegen war das dann in Ordnung. Und gut, die Rätsel, ich mochte die Rätsel an sich. Also ich fand die alle vom Prinzip her cool und ich fand das schön, dass die alle so unterschiedlich waren. Die waren halt für mich teilweise etwas zu umfangreich und zu schwer, weil ich einfach nicht der Typ Mensch bin,
der so viel Erfahrung mit solchen Rätseln hat. Man hat aber, glaube ich, gerade heute sehr gut gesehen, dass Jan zum Beispiel gar keine Probleme damit hatte und er das auch wirklich toll fand. Deswegen würde ich noch nicht mal sagen, dass man da was ändern muss. Man könnte halt allerhöchstens irgendwie einen Easy-Mode mit einbauen, wenn das denn irgendwie geht. Für Leute wie mich, die eher einfach so klassisch Pokémon spielen wollen und sich jetzt nicht mit solchen Rätseln in Anführungszeichen rumärgern wollen. Und für Leute, die Rätsel mögen, so wie Jan, kann man die ja einfach so lassen. Deswegen, ja, fand ich es eigentlich echt ganz cool, muss ich sagen. Bin mal gespannt, ob es da oder wann es da in Zukunft mal wieder so ein Update geben wird zu. Aber ich bin auch mit meinem Team eigentlich ganz glücklich. Ich finde das auch sehr schön, dass wir jetzt noch die Mega-Entwicklung freigeschaltet haben für Froppy. Und generell auch schön, so ein paar Gen 6 Pokémon zu sehen. Sogar eigentlich einige Gen 6 Pokémon, die wir so gesehen haben. Und ich meine, das Spiel ist ja auch schon in Anführungszeichen recht alt. Ne? Ich glaube, der erste Start, ich glaube, das steht im Titlescreen, war irgendwie 2010 oder so. Das heißt, man musste ja dann auch nachträglich noch viele neuere Pokémon reinpacken und wahrscheinlich auch viel umändern. Also ich glaube schon, dass da auch sehr viel Zeit und Arbeit und Liebe reingeflossen ist. Also ich finde, die Demo ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Grundlage. Wie gesagt, vielleicht hier und dort mal die Texte nochmal Korrektur lesen. Aber es war jetzt auch nicht weiter schlimm. Bei den Rätseln muss man halt einfach gucken, ob man die zugänglicher machen möchte für Rätselanfänger oder eben so lassen möchte. Ist ja auch okay. Und ansonsten fand ich es eigentlich sehr, sehr cool. Und ich glaube, dem Chat hat es auch gefallen. Und es war auch irgendwie mal ganz schön zu sehen, dass jemand da ist, der halt das Spiel entworfen hat, mitgearbeitet hat, ne, der die Idee dafür hatte. Und da wirklich mal noch so ein bisschen, so ein paar Hintergrundinfos mitzukriegen. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dann in Zukunft noch daraus wird. Aber ja, ich hatte sehr viel Spaß damit, auf jeden Fall. War ein positiver Eindruck. Bisschen schade, dass es jetzt vorbei ist, aber wie gesagt, in Zukunft kommt ja hoffentlich noch ein bisschen mehr dazu.